Schwestern, meine lieben Brüder, Jesus erzählt uns heute diese Geschichte. Im Evangelium nur diese Geschichte vom Reichen ohne Namen und dem armen Lazarus. Ohne Kommentar. Und dann soll man dazu predigen. Ich muss gestehen, mir macht das Evangelium ein wenig Angst. Weil die Geschichte so klar ist. Es wäre ein leichtes, sozusagen den großen moralischen Zeigefinger, das dürfen wir heute nicht mehr als Kirche, auszupacken und diese Klarheit der Geschichte noch zu verstärken. Also nach dem Motto, die Bösen reichen. Wir böse Reiche. Deutschland ist eines der reichsten Länder auf der ganzen Welt. Manchmal, obwohl man den moralischen Zeigefinger nicht mag, tun das unsere Bischöfe jetzt. Aber auch das ist ein bisschen merkwürdig, habe ich den Eindruck. Etwa im Bereich des Gottesdienstes gibt man sich sehr, sehr einfach, geradezu bescheiden. Aber das muss man natürlich dann auch durchhalten. Eigentlich war es in der Kirchengeschichte immer so, dass man im Bereich des Gottesdienstes, weil es ja nicht um die Bischöfe, nicht um die Priester geht, sondern um Christus, dem man hier begegnet, immer etwas investiert hat. Das Schönste sollte für den Gottesdienst sein. Heute in unserer medialen Gesellschaft, nachdem natürlich hauptsächlich die Gottesdienste in den Medien erscheinen, muss man das ein wenig unterspülen. Da sind wir geradezu manchmal schlampig unterwegs. Ein Blick in Sakristeien, Kirchen, auch in manche Übertragungen von großen Gottesdiensten, spricht da eine beredte Sprache. Aber gleichzeitig, und ich will jetzt gar nicht auf den Bischof rekurrieren, der ja inzwischen zwar noch Bischof ist, aber sein Bistum verloren hat, der wegen seiner Ausgaben im privaten Bereich in die Schlagzeilen gekommen ist. Schlagzeilen hat nicht gemacht, dass zum Beispiel die Erzdiözese München für einen satten dreistelligen Millionenbetrag ein neues Verwaltungsgebäude gebaut hat. Da spricht niemand drüber. Im Gottesdienst schlicht, aber die Verwaltung muss natürlich mit allem Pipapo, mit allem Schnickschnack muss die ausgerüstet sein. Ist das glaubwürdig? Diese eindeutige Geschichte, liebe Schwestern und Brüder, wirft so viele Fragen auf. Und die Spur, auch selbstkritische Fragen in Richtung Kirche unseres Landes zu stellen, soll uns nicht von diesen Fragen ausnehmen. Das ist natürlich die einfachste Lösung. Ein Reicher in Purpur und feinem Leiden, Tag für Tag herrlich und in Freuden lebt er. Also so lebe ich nicht, sagen wir dann. Also das ist ja übertrieben. Okay, fragen wir mal andersrum. Wann haben Sie das letzte Mal Lebensmittel weggeworfen? Weil der Kühlschrank einfach zu voll war und ach, da haben wir gar nicht mehr dran gedacht, da stand noch was. Und das Datum ist abgelaufen, dann ist es natürlich auch gleich kaputt. Das ist lebensgefährlich, solche Dinge zu essen. Es gibt Leute, die ernähren sich davon. Haben Sie schon mal Leute beobachtet hier in unserer Stadt? In unserer Stadt hier? Ältere Menschen, die ganz harmlos aussehen, die man nie als in Österreich sagt man Sandler, oder als Landstreicher betrachten würde, die ganz verschämt die Mülleimer durchsuchen, ob sie etwas Essbares finden. Haben Sie die beobachtet? Sie sollten die Augen offen halten. Und beim nächsten Mal daran denken, wenn im Kühlschrank wieder was abgelaufen ist. Oder wenn, ach, das ist ja hier keiner mehr. Ach, wir haben die Biotonne. Das ist ein Sozialamt, ist das, die Biotonne. Da kann man guten Gewissens, wir haben ein ökologisches Bewusstsein, wir tun es in die grüne Tonne, es kommt ja dann der Umwelt zugute. Das sind alles Ausreden, die uns deutlich machen, dass wir sehr wohl zu den Reichen gehören, abgestuft, in Ordnung. Aber im Vergleich zu denen, die nicht wissen, was sie essen sollen, sind wir doch sehr reich. Wir können sogar überlegen, wo wir was hintun, wem wir was geben oder was wir wieder noch für uns behalten. Die Kirche hat diese Geschichte hier, die wir im Evangelium hörten, bei jedem Begräbnis erinnert.
Natürlich ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass die deutsche reiche Kirche aus ihrer Totenliturgie den Lazarus entsorgt hat. Und man begründet das theologisch. Mit Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen, singen wir auf dem Friedhof oder beten es. Nur im lateinischen Text, das ist übrigens jetzt im neuen Gotteslob auch drin, im lateinischen Text steht dann noch der Lazarus. Aber das ist ja lateinisch, das versteht ja keiner. Es ist nicht von ungefähr, dass die Liturgie der Kirche uns beim Gang auf dem Friedhof uns diese Geschichte in Erinnerung ruft, denn in dieser klaren, deutlichen Geschichte lauert noch eine ganz andere Frage als die von Arm und Reich, die auch. Es lauert die Frage dahinter, die uns vielleicht ganz unangenehm ist, dass es Lebensumstände gibt, die wir dann irgendwann nicht mehr ändern können. Wir sind ja gewohnt, wir können alles noch bewegen. Wir leben in dem Bewusstsein, na, da geht noch was. Wir machen dann irgendein Kommunikationstraining und dann lernen wir, manchmal im Internet, Argumente, wie wir jemanden überzeugen. Hat unser Reicher auch gemacht. Auf den Mund ist er nicht gefallen. Der weiß sogar noch in der Unterwelt, wie man Kontakt zu dem Abraham aufnimmt. Und der weiß auch, wie wäre er sonst reich geworden, der weiß, was zu tun ist. Schick mir mal den Typen rüber, den Lazarus. Aha, der kennt sogar seinen Namen, interessant. Jetzt in der Unterwelt kennt er plötzlich seinen Namen. Aber das ist ja einer, der auf der Straße liegt. Der kann doch noch was für mich tun. Der soll wenigstens seinen Finger in die Schüssel tunken, damit ich meine Zunge kühlen kann. Der kommt aus seinem Ding mit seinem Reichtum und wie er von sich selber denkt, überhaupt nicht heraus, noch nicht mal im Feuer der Unterwelt. Aber hier ist der Punkt erreicht, das macht ihm Abraham deutlich, sehr freundlich, aber sehr bestimmt, wo nichts mehr beeinflusst werden kann. Das ist die lauernde Frage, die wir heute mitnehmen müssen, liebe Schwestern und Brüder. Dabei geht es nicht darum, um das alte Muster, die Kirche macht uns Angst. Es geht darum, dass die Kirche sehr wohl das Evangelium zu sagen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Kirche diese Geschichte erfunden hätte, wenn Jesus sie nicht erzählt hätte. Die passt nämlich so gar nicht so in unser Kirche-Denken, wie wir das eben am Beispiel des Verwaltungsgebäudes so haben. Es sind die Worte Jesu, die uns der Evangelist Lukas berichtet. Es ist Jesus, der diese Geschichte erzählt, um uns nachdenklich zu machen, wie das ist, wie wir denn jetzt leben und welchen Einfluss das darauf hat, auf die Momente, wo wir nichts mehr beeinflussen können, wo die Dinge einfach feststehen, wo sie sich umdrehen. Abraham sagt das, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes, jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein tief in glaubende Menschen eingesunken ist, weshalb wir als Christen, das haben wir auch inzwischen seit einer Generation deutlich verlernt, früher waren wir von außen her dazu gezwungen. Heute sollten wir uns freier dazu entschließen, was alle christlichen Generationen in 2000 Jahren gemacht haben, Askese zu üben. Ein Stück Selbstverzicht einzuüben. Gerade weil wir zu den Wohlhabenden gehören, sollten wir auf das ein oder andere aus freien Stücken verzichten. Weil sich das Ganze sonst einmal umdreht und wir auf der Schattenseite stehen. Ob uns das bewusst ist oder ob wir einfach in den Tag hineinleben. Wo ist unsere Perspektive? Wohin zielt sie? Auf welchen Tag? Auf welche Situation? Immer nur nächste Woche oder nächstes Jahr oder wir beschäftigen uns mit der Altersvorsorge und dann hört es irgendwann auf? Das ist zu kurz gedacht, liebe Schwestern und Brüder. Es geht um den ganz großen Bogen. Es geht um das ganze Leben und da gehört das sogenannte Jenseits dazu. Mit Punkten, mit Situationen, mit Orten, die wir dann nicht mehr beeinflussen können.
Wir sollten jetzt darüber nachdenken. Wir sollten jetzt anfangen zu handeln. Und wenn wir das vielleicht auch nicht für die ganze Kirche tun können, aber die ganze Kirche lebt immer und wird belebt von den Einzelnen, angefangen von den Heiligen, von den Einzelnen, die das Wort hören, es fruchtbar werden lassen und es in die Tat umsetzen. Ein solches Beispiel bewirkt mehr angesichts eines Evangeliums wie das, das wir heute hörten, als manche Predigt.